Die Welt zu Gast in Berlin. Das kann man bei der ITB tatsächlich so sagen, denn rund 10.000 Aussteller aus 180 Ländern präsentieren hier die schönsten Urlaubsziele der Welt. Aber wie fit sind die Reiseexperten denn wirklich? Genau das will ich jetzt wissen. Finde ich jemanden, der 7 europäische Wahrzeichen erkennt und auch sagen kann, in welcher Stadt sie sich befinden? 15 Minuten habe ich dafür Zeit, also los geht's. Berlin, Brandenburger Gate. That's right! And this? France, Paris, the Eiffel Tower. Rome, the Colosseum. United Kingdom, London, the London Bridge. It's in Berlin, and it's Berlottenburg, yeah? I don't know, it's London, Brongadete, I don't know what they call it, like this pronoun. And which city? It's in German, actually in Berlin. It's in Paris. Okay, it's the Eiffel Tower. Maybe it's in Roma. Italy, right? And I don't know what they call it actually. Halbzeit und ich habe noch immer keinen Reiseexperten gefunden, der alle 7 europäischen Wahrzeichen nennen konnte. Das gibt's doch gar nicht. Also weiter. This is the most historic Brandenburger Gate in Berlin. This is in Paris, Eiffel Tower, Rome. I just forgot the name. This is in Rome. I have visited 3 times. Brandenburger Gate in Berlin. La Tour Eiffel in Paris. This is in Rome. Colosseum in London. Bridge. Which one? Tower Bridge. Automium in Brussels. This in Greece, in Athens, Akropolis. In Copenhagen, Little Marmora. Absolutely right. Thank you. Endlich, wir haben einen Gewinner und damit gewinnen Sie diesen blauen Buddybär. Das ist ein typisches Symbol aus Berlin und da sind auch noch ganz viele europäische Wahrzeichen drauf. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Thank you so much. Tschüss. Ich habe jemanden gefunden und das in weniger als 15 Minuten. Das heißt, ich habe die Challenge gewonnen. Jetzt bin ich aber auch reif für die Insel. Also mal schauen, was es hier so im Angebot gibt.